Und wieder einmal geht es weiter mit meinem Oblivion Let's Play. Ich bin wieder zurück in Koroll. Ich bin sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ach, tatsächlich, Modrinerin ist erfreut, mich kennenzulernen. Ja, Butzkrokasch hat mich wieder mal befördert, nachdem ich seinen Auftrag erledigt habe. Ich bin jetzt nämlich ein Wächter der Kämpfergilde. Das ist schon ein relativ hoher Rang, zum Glück. Ich habe nämlich ein paar Flüchtlinge in einer Höhle getötet und das hat Butzkrokasch ganz gut gefallen. Dann hat er mir eben gesagt, dass Modrinerin mich schon wieder sucht. Jetzt bin ich eben wieder hier in Koroll und werde mit ihm sprechen. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ja, es ist... Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, sage ich jetzt mal. Also, wie sieht's aus mit meinen Pflichten? Ich habe einen weiteren Auftrag für euch. Eine schwierige Angelegenheit. Ihr müsst Viranus Danton für mich finden. Viranus Danton? Wieso? Ich hatte ihn auf eine Mission zur verlassenen Mine geschickt. Er und ein paar andere sollten die Gegend von Trollen befreien. Ich habe seit Tagen nichts von ihnen gehört. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was passiert ist. Ich muss euch ja nicht sagen, wie heikel die Angelegenheit ist. Geht schon! Und berichtet mir, so bald wie möglich. Okay, Quests aktualisiert. Trolls oder Trolle der vergessenen Mine. Kartenmarkierung hinzugefügt. Die verlassene Mine? Wir wurden engagiert, um die Gegend von Trollen zu befreien. Es war harte Arbeit. Aber ich wusste, dass meine Männer es schaffen könnten. Ich will wissen, was geschehen ist. Okay, werde ich machen. Ihr könnt es schaffen. Und wie ich das schaffen kann. Gut, es geht wieder mal in eine Mine. In die... Keine Ahnung, wo soll denn das überhaupt sein? Verlassene Mine? Vergessene Mine. Okay, die vergessene Mine. Ich suche die gerade auf der Karte. Wo ist denn die bitte? Vergessene Mine. Vergessene Mine, wo ist die bitte? Ach, da unten! Ach, die ist da ganz am südlichen Zipfel. Okay, na, da reise ich am besten nach Grauland und gehe dann einfach nach Süden, Südosten. Da ist die vergessene Mine. Das ist ganz da unten im Süden, na gut. Dann ist das mal wieder ein weiter Weg. So, Grauland. Genau, da habe ich ja mal diese beiden Skooma-Dealer da abgemurkst. Für diesen einen Stadtwachen-Typi. Die haben ja da mit Skooma gedealt, was ja verboten ist, weil Skooma ist eine Droge, ne? Und Drogen sind scheiße. Merkt euch das, Drogen sind immer scheiße und werden es immer bleiben. Die sind nicht gut. Niemals damit anfangen. Da kommt man doch nie wieder raus. Zumindest sieht man das doch immer überall. Ist nicht einfach. So, ja, bin auf dem... Ah, da vorne scheint sie schon irgendwo zu sein. Ja, da sehe ich sogar schon Licht. Da sehe ich sogar ein Irrlicht. Wenn das stimmt, oder? Schwebt da ein Irrlicht rum? Hat jetzt gerade so ausgesehen. Schauen wir doch mal genauer hin. Irgendwas höre ich hier sowieso. Kommt überhaupt irgendwas auf mich zu, oder? Ihr habt gefunden, vergessene Mine. Ja, tatsächlich. Ein Irrlicht und Angriff zeigt keine Wirkung mit Ebenerzwaffen. Dann nehme ich halt meinen Magierstab des Schocks. Zack. Und Bams. So. Irrlicht besiegt. Gibt's guten Glühstaub, der ist eh sehr praktisch. So. Gut, das scheint eh auch der vorgesehene Eingang zu sein. Gut, gut. Also dann, auf geht's. Oh oh. Oh nein. Ariente hat's erwischt. Ey, Scheibenkleister. Die ist tot. Gut, dann nehme ich mir mal ihre ganze Eisenrüstung und werde ihre Leiche löschen. So. Okay, funktioniert nicht. Na gut, dann lösche ich sie nicht. Dann vergiss es einfach. Und... Oh mein Gott, das sind ja noch mehr von denen. Oh mein Gott. Und eine fette Ratte. Tot. So, wen haben wir hier? Ashtus oder... Ah, ja. Ashtus Genius ist auch tot. Und dann, wer liegt hier? K.
Tartarus Gavinius. Ey, die sind ja alle tot. Was ist denn hier passiert? Waren die Trolle zu stark oder... 30 Gold Reparaturhammer? Also es hat ja geheißen, sie wollten hier Trolle bekämpfen. Waren die jetzt in der Überzahl oder warum? Was ist passiert? Gold. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, da vorne ist noch eine Ratte. Komm mal her, du Mistvieh. So, wer liegt hier? Kargas Laftrius. Sie ist auch tot. Oh Mann, das gibt's doch nicht, dass die alle nicht... Das kann ja nicht sein. Warum? Hä? Wieso kann ich jetzt auf einmal keine Fackeln benutzen? Hallo? Fackeln auf die 8, bitte. So, schnell Zugriff. Oh mein Gott, da liegt ja noch jemand. Matthias Votros hat's auch erwischt. Das kann ja nicht wahr sein. Was geht hier nur ab? Noch eine Truhe. Durchschnittlich verschlossen schon wieder. 42 Gold, noch ein Reparaturhammer. Alter, ich glaub's nicht. Was ist denn hier passiert? Warum sind die alle tot? Achso, hier ist nicht wirklich was Interessantes drin. Achso, da drüben gibt's noch eine andere Abzweigung. Oh Gott, also wenn die hier alle... Dann bitte sag nicht, dass die anderen auch alle... Dass es die auch erwischt hat, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na super, die nächsten, die es erwischt hat. So, Illusionfertigkeit verbessert. Ratte getötet. 7 Eisenpfeile, 28 Gold. So, wer liegt hier? Was zum... Ein Mitglied der Dunkelforstrotte? Okay, jetzt wird mir so einiges klar. Aber seht mal, von denen kann ich ein komplettes Rüstungsset bekommen. Dunkelforstroten, Beinschienen, Brusthanisch, Handschuhe, Helm, Schild und Stiefel. Kann man nämlich nirgendwo anders bekommen, außer von einem toten Dunkelforstroten-Mitglied. Ist eine ganz eigene, besondere Rüstung. So, jetzt bin ich natürlich zu schwer belastet, aber ich habe ja hier noch meine tollen Federtränke. Prost! So, schon kann ich mich wieder rühren. Und wer ist das? Lashana. Die haben sich gegenseitig fertig gemacht, oder waren das doch die Trolle, oder wie jetzt? Oh Gott, da ist einer! Ein Troll! Ein Trollololol! Ein wilder Troll. Ist mir ganz egal, ob die wild sind, sie stinken und sind hässlich und gefährlich. Und man kriegt Trollfett als Beute. So, hier geht's noch weiter. Ein tieferer Bereich scheinbar. Okay, so, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, schon wieder so eine blöde Ratte. Ah! Noch ein Troll, wo kommst denn du her? Bescheuert! So, stirb. Ist doch eine Frechheit hier, wie das hier abgeht. Unglaublich. Aha, Orkbeinschienen und 35 Gold. Federtrank. So. Ist ja kaum zu glauben. Oh, noch mehr Trolle. Hilfe! Oh, zwei auf einmal ist unfair. So, komm, stirb. Ja, so, einer tot. Der andere auch. Puh. Also wenn sich zwei auf einmal auf mich stürzen, ist das schon ein bisschen gefährlich, weil die können auch ganz schön zuhauen. Also die haben es scheinbar nicht geschafft, alle Trolle irgendwie zu... Das sieht verdächtig aus. Also das sieht man doch, dass das eine Geheimtür ist. Aber wie mache ich die auf? Entweder geht das nur von der anderen Seite oder hier gibt es irgendwo ein Seil, wo ich ziehen kann.
Ah, oh, Edelstein besetzte Kette, ein Diamant und 38 Gold. Kommt mir jetzt aber nicht so vor, als könnte ich hier was bewirken. Vielleicht geht das nur von der anderen Seite. Oh man, noch mehr Trolle. Hätte ich mir ja denken können. So, komm her. Kommt doch mal her. So. Aua. Seid ihr bekloppt oder was? Oh, wie die aussehen, als hätten die drei Augen. Ich glaube, die haben sogar drei Augen. Alter, geht's noch? Stirb, du Sau! So, du auch. Oh mein Gott, da kommt noch einer, glaube ich. Oder ist der gerade runtergefallen? Tot. So, ich sollte jetzt zur Sicherheit mal wieder einen Heiltrank trinken. Wie wäre es mit so einem? Was haben wir hier? Starkes Müdigkeitsgift, 51 Gold. Tatsächlich, da unten ist noch einer. Dann komm mal her. Komm mal her. Und stirb. Dann kann ich wenigstens schön viel Trollfett machen. Sammeln. So, noch eine blöde Ratte. Tot. Heiltrank, X-Reitrank. Und noch einer. Und eine Schlammkrabbe? Was soll das denn? Da liegt noch jemand. Oh, da liegt noch eine Leiche und hier noch einer. So. Eduard Hodge? Okay, ist auch tot. So, wer ist das jetzt? Nein! Nein! Ach du Scheiße! Viranus Danton ist auch tot, ich fass es nicht. Ich habe Viranus Danton tot aufgefunden, ich sollte hier nach Hinweisen auf das Geschehene suchen. Verdammte Kacke! Nee, nicht Viranus Danton, das kann doch nicht sein, bitte nicht. Oh Mann, was zum ein blutiges Tagebuch? Da finde ich vielleicht Hinweise. Das muss ich unbedingt lesen. Feder? So. Alter, ich glaube das jetzt nicht. Ein blutiges Tagebuch. Okay, das ist ziemlich verschmiert, aber kann man das ein bisschen lesen? Sunder, Sonntag oder so ähnlich. Es sind nun 2 Wochen seit Viranus tot vergangen und ich befürchte, Mutter wird die Tatsache, dass es mich nicht mehr, dass es nicht mehr ist, niemals akzeptieren. Sie besucht sein Grab jeden Tag. Achso, das hat er über den Bruder geschrieben. In meinem Herzen weiß ich, dass er sich genau dieses Ende gewünscht hat. Besser im Kampf für die Ehre der Gilde zu sterben, als in einem Leben relativer Sicherheit dahin zu kümmern. Midas, ein neuer Tag und schon wieder Kasernendienst. Es ist ein volles Monat vergangen, seit ich einen Vertrag hatte. Ich verbringe meine Zeit mit Polieren der Waffen und Training mit den Rekruten. Eduard und ich haben lange darüber gesprochen. Mutter befürchtet für meine Sicherheit und die Sicherheit der Gilde. Das ist eine schreckliche Bürde für sie. Wenn unsere Zahl wieder gewachsen ist, macht sie sich vielleicht wieder weniger Sorgen, wenn ich meinen Pflichten nachkomme. Ich danke den Göttern für Eduard. Ohne ihn würde ich glatt verrückt werden. Seine stetige Gesellschaft lässt mich weiter hoffen, dass ich eines Tages wieder in den aktiven Dienst zurückkehren werde. Bis dahin haben wir einander. Er hat freiwillig auf lukrative Verträge verzichtet, um mir durch die Tage zu helfen. Einen besseren Gefährten kann man sich nicht vorstellen. Loredas, am nächsten Tag oder so frage ich mich, oder naja, an manchen Tagen frage ich mich, ob ich wirklich würdig bin, ein Gildenmitglied zu sein. Vielleicht sorgt sich Mutter nicht wegen Viranus, nee, ich glaube, müsste eigentlich stehen Vitellus, er ist doch Viranus, also nicht wegen Vitellus, wegen der Sicherheit, sondern aufgrund meiner eigenen Fähigkeit. Bin ich in ihren Augen ein Versager? Glaubt sie, dass ich ein geringerer Mann als Vitellus bin? Tu das. Freiheit, endlich ein Vertrag. Ich bin mit einem unserer neuen Mitglieder ausgeschickt worden, um ein Verschwinden in der Nonville-Höhle zu untersuchen. Nichts Aufregendes, doch ich freue mich
sehr in Aktion oder keine Ahnung. Ich bezweifle jedoch, dass Mutter überhaupt von dem Vertrag wusste, da der Befehl direkt von Orain kam. Gut zu sehen, dass er noch an meine Fähigkeiten glaubt und daran, dass ich den neuen Rekruten am Leben halten werde. Loredas, wieder nichts. Meine einzigste Hoffnung ist wohl, dass Orain einen neuen Vertrag für mich findet. Obwohl es immer schwieriger wird, Verträge zu bekommen aufgrund des zunehmenden Präsenz der Dunkelforstrotte in Cyrodiil. Eduard und ich sprachen heute Morgen beim Frühstück über sie. Es hält sie lediglich für einen... Er hält sie lediglich für eine kriminelle Söldnerbande. Ich fürchte, er ist ebenso naiv wie schön. Man sollte die Dunkelforstrotte im Auge behalten. Ich habe einen neuen Auftrag erhalten. Ich soll ein paar Trolle ausräuchern, die den Bergleuten Ärger machen. Und Eduard soll mich begleiten. Eduard ist tot, so wie alle anderen. Ich fürchte, ich werde ihnen bald folgen. Der Kampf mit den Trollen war Hass oder Bass, keine Ahnung, doch unter Kontrolle. Dann erschien die Dunkelforstrotte. Trolle und Menschen fielen unter ihren Klingen. Es war unerträglich oder unsäglich. Was? Das andere ist jetzt verschmiert, nachdem irgendwie Dunkelforstrotte so schnell verschwinden, wie sie gekommen. Eduard kämpfte tapfer, so wie alle. Ruft nun tapferen Kamerad, ihr bösen Trolle verzeiht mir, Mutter. Oh je, das ist ja ganz schön traurig, das alles zu lesen. Jetzt haben wir ein bisschen was aus dem Leben von Viranus erfahren. Ja, ich habe ein Tagebuch gefunden, das Viranus Danton während seiner letzten Tage geführt hat. Darin beschreibt er, dass die Mission bis zur Ankunft der Dunkelforstrotte gut verlaufen ist. Beim Kampf mit ihnen hat er schwere Verletzungen erlitten, an denen er schließlich gestorben zu scheinen sei. Ich sollte dies Orain berichten. Alter, ey, wenn ich ihm das sage, oder besser gesagt, wenn Vilena Danton erfährt, dass jetzt ihr anderer Sohn auch noch gestorben ist, die reißt mir den Kopf ab. Und wenn sie es nicht macht, wird es Orain machen. Der wird darüber mächtig sauer sein, wobei ich ja auch nichts dafür kann, aber... Ah, noch so ein Scheiß-Troll. Mann, ey, jetzt... Geht doch mal alle kacken hier. So. Unglaublich. Boah, aber ich... Das... Nee, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe schon Bedenken und Angst gehabt, als ich hier reingegangen bin. Und schon am Eingangsbereich die ganzen anderen toten Mitglieder gesehen habe, da war mir schon so, als würde hier noch irgendwas nicht ganz in Ordnung sein. Und so ist es irgendwie auch. Und boah, was ist das denn alles? Der Streitkolben der Auflösung, ein edelbesteinbesetztes Amulett, ein Elfenhelm, das Gewand der flinken Zunge, festigen Handelsgeschick, Wortgebanntheit und Charisma 8 Punkte auf sich selbst, das ist nicht übel, und 47 Gold. Geil, endlich mal wieder wertvolle Beute. Gut, na dann nichts wie raus hier. Hier gibt's nichts mehr für mich zu erledigen, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, ey. Also, das muss so übel sein. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, es ist ja schon schlimm, wenn man als Elternteil ein Kind verliert, aber gleich beide? Ist ja noch viel beschissener. Das hat Vilena Danton erst ihren ältesten Sohn Vitellus bei einer Mission verloren und jetzt auch noch Viranus. Also, wenn die das erfährt, die wird völlig am Boden zerstört sein. Und vor allem die ganzen anderen Mitglieder ja auch. Und die ist es genauso schade. Hier. Da liegt eine Leiche neben der anderen. Achso, was zum... Ich will hier raus! Wo ist der Ausgang, verdammt? Ach, einfach geradeaus, verdammt nochmal. Da lang. Oder? Jo, einfach geradeaus. So, raus hier. Und dann muss ich leider schweren Herzens zu Orain und ihm diese traurige Nachricht überbringen. So, was zum... zu schwer belastet? Ach, nicht schon wieder, bitte. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Okay, das bringt jetzt überhaupt nichts. Leck mich am Arsch, du behindertes Spiel. Das ist mir wieder zu blöd. Nee, sorry, ich will mich auch bewegen können. Das geht ja mal gar nicht.
So. Ich will sie mir irgendwie gar nicht sagen, aber... Ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Ja, also... Es tut mir leid, aber Viranus und Zeus tot. Tot? Tot? Was ist passiert? Ein Auftragsbuch? Zeigt mal her. Von der Dunkelforstorte. Hunde. Elende Amateure. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie Velena diese Kunde aufnehmen wird. Ich trug die Verantwortung für ihn. Ich muss es ihr sagen. Ihr haltet euch besser für eine Weile still. Sprecht mit Asan oder Grokash. Lasst mich mit Velena sprechen. Ihr habt noch eine Karriere vor euch. Ich nicht. Okay, die Quest ist jetzt beendet. Das blutige Tagebuch entfernt und... Er übernimmt jetzt die Aufgabe für mich, es Velena Danton zu sagen, dass ihr Sohn tot ist. Bleibt dran. Ja, und... Kann ich das jetzt eigentlich... Kann ich das mitverfolgen? Nee, der geht einfach jetzt irgendwo hin. Was ist? Ich würde nur interessieren, wo er jetzt hingeht, aber... Ich glaube, man kann das Gespräch eh nicht wirklich verfolgen. Der wird einfach in sein Haus gehen, keine Ahnung. Dann werde ich jetzt mal noch ganz schnell meine Beute verkaufen. Dann ist mal wieder Schluss. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Na sicher doch. So, weißt du was, reparier du mir alles, ist mir jetzt sowas von scheißegal. Kommen wir zum Geschäft. Das geht einfach schneller. So, Eisenpfeile weg. Das ist ein echtes Schnäppchen. Silberlangschwert weg. Streitkolben der Auflösung ist auch nicht so der Bringer. Weg damit. Die dunkelfrostrotten Sachen werde ich mir aber aufheben, die sind gar nicht mal so übel, aber die ganzen Eisenbeinschienen so... Brustharnische, da wird das alles verkauft. Aber alles. Absolut alles. Das ist ein exzellentes Geschäft. Natürlich. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja. Nein, das nicht. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Das ist ein gutes Angebot. So, sonst noch irgendwas? Ah ja, den Diamant. Ihr seid ein harter Feilscher. Und die Dietriche. So, über 70.000 Gold, das ist richtig geil. Empfehlt mich euren Freunden. Ja, werde ich machen, also lebt wohl. Auch ihr. Okay, also Freunde, das ist jetzt gerade ein schwerer Schlag, also ein richtig übler, trauriger Tag, muss ich schon sagen. Das ist wirklich... Ja, da fehlen mir echte Worte. Also, wer hätte bitte damit gerechnet, dass auch Viranus Danton sterben wird? Der hat doch eigentlich auch eine gute Zukunft vor sich, könnte man eigentlich meinen. Aber jetzt ist das alles dahin. Und vor allem, wenn Velena Danton das jetzt noch erfährt von Modrin Orain, dass ihr jüngster Sohn jetzt auch gestorben ist, dann die wird ausflippen, die wird... Tränen zusammenbrechen und keine Ahnung, also das will man sich ja doch gar nicht vorstellen. Das ist ja zum Glück nur ein Videospiel, aber wenn es natürlich in echt passiert, dass ein Kind stirbt, ist das megamäßig traurig. Da kann ich gar nichts anderes dazu sagen. Und ja, ich werde wohl als nächstes wieder nach Anvil reisen für neue Aufträge. Wird mir Oren jetzt nichts mehr geben können, nehme ich mal an. Deswegen werde ich mich wieder bei Asan melden. Mal gucken, was der für mich hat. So, schauen wir noch mal kurz warten. 7, 8 Stunden. So, komm. Okay, Freunde, also, das wäre es mal für diesen doch sehr traurigen, schicksalsreichen Part gewesen. Und im nächsten geht es dann weiter, da unterhalte ich mich wieder mal mit Asan, der sogar direkt vor mir steht, das ist super. Ja, also, wie gesagt,
sehr traurig, dass Viranus Notor gestorben ist und naja, alles weitere dann in den nächsten Parts. Also wir sehen uns. Ciao!